Ein Seufzer der Erleichterung, während sich die Beziehungen zu China entspannen. Durch schnelles und entschlossenes Handeln beider Geheimdienste wurde eine Splittergruppe des chinesischen Militärs als Unterstützer der georgischen Aktivitäten ausgemacht. Und einen Tag der Trauer für die Opfer der georgischen Informationskrise angeordnet. Bestätigt das Ende von Combine Nicolazes Cyberterroristen. Die Informationsangriffe auf die USA haben aufgehört. In einer Feierstunde will Präsident Bowers CIA, FBI und US-Spezialeinheiten seinen Dank für deren großartigen Einsatz bei der Beendigung der Krise aussprechen. Sein Aufenthaltsort noch immer unbekannt ist, hat Combine Nicolaze jegliche Macht verloren. Wir haben dem Skorpion den Stachel gezogen. Er wird sich nicht mehr lange vor uns verstecken können. Fischer, wir müssen über die Arche sprechen. Was ist das? Das, was Nicolaze am sehnlichsten will. Das Ding, mit dem wir ihn schnappen werden. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Arche irgendwo im georgischen Präsidentenpalast versteckt ist. Und wir wissen, dass Valam Kristavi sie ihm geben wird. Wer ist Kristavi? Der neue Präsident von Georgien, von unseren CIA-Freunden an die Macht gehievt. Das ergibt doch keinen Sinn. Lass das unsere Sorge sein. Primäres Missionsziel in Georgien ist Nicolaze. Wenn wir ihn schnappen, haben die guten Jungs gewonnen. Haben Sie mit Lambert gesprochen? Ja. Hey, Sarah! Lab, bist du da? Schön, deine Stimme zu hören. Im Fernsehen sagen sie, dass sie Nicolaze haben. Das ist nicht so einfach. Also kommst du noch nicht? Nein, noch nicht, Schatz. Aber bald. Willkommen zurück in Georgien, Fischer. Der direkteste Weg zur Arche führt über die Daten von Präsident Kristavi. Siehe Hobset. Was, wenn ich Kristavi sehe? Nicht anfassen. Der gehört der CIA. Wenn Kristavi stirbt, ist die Mission vorbei. Fischer, Kristavi hat den gesamten Palast in Alarmzustand versetzt. Wenn die dich sehen, bevor du im Gebäude bist, machen die den Laden dicht und wir müssen die Mission abbrechen.
Der blöde Hund verschwendet meine Zeit. Er hat Witterung aufgenommen.